Wie schaffst du dir richtige Freiräume? Wie kannst du diesen Monat August dazu benutzen, dass du endlich innerlich frei wirst? Dazu möchte ich dir gerne in diesem Video Inspiration liefern. Ich freue mich, dass du dabei bist. Und los geht's. Herzlich willkommen. Es ist soweit, ein neuer Monat ist angebrochen und ich freue mich ganz besonders, denn es ist so mein Lieblingsmonat. Es ist August, es ist Urlaubszeit, es ist Auszeit und in diesem Sinne möchte ich auch in diesem Video über Freiräume sprechen. Wie kannst du dir Freiräume schaffen? Wie kannst du es schaffen, deiner inneren schöpferischen Quelle wieder Zugang zu gewähren? Wie kannst du es schaffen, in deiner Alltagsstruktur wieder Möglichkeiten zu eröffnen, um einfach nur zu sein, es einfach fließen zu lassen, einfach in diesen berühmten Flow-Zustand hineinzukommen, in dem es sich so gut anfühlt? Ich hoffe, du kennst diesen Zustand und wenn nicht, dann wird es aber Zeit, dass du ihn auch kennenlernst. Dieser Flow-Zustand, das ist ein Zustand des völligen Fließens, wie es eben schon heißt, der Flow, das Fließen. Das heißt, es fühlt sich so an, als würdest du einfach mit dem Leben mitfließen, wie wenn dir alles auch zufließen würde. Alles ergibt sich, das eine ergibt das andere, alles fließt ineinander und es fühlt sich einfach alles so richtig an. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die meiste Zeit suchen wir nach diesem Zustand des Fließens und des Fließenlassens. Und die einzige Blockade, die es gibt, sind, Überraschung, wir selber. Wir selber blockieren uns davon, im Flow zu sein. Es ist einfach so. Das heißt, du kannst niemanden anderen die Schuld dafür geben. Dieser und jener hat das nicht gemacht und deswegen kann ich jetzt nicht. Oder mein Chef lässt mich nicht. Oder keine Ahnung, mein Partner lässt mich nicht. No go. Du bist es, der oder die das alles zu verantworten hat. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber es ist wirklich so. Nimm dein Leben selbst in die Hand. Sorge dafür, dass dieser Flow-Zustand ein Dauerzustand deines täglichen Erlebens wird. Und wie kannst du jetzt da hineinkommen in diesen Zustand? Dazu möchte ich dir jetzt einige Tipps und Anregungen mitgeben. Es geht also darum, dir einen Freiraum zu erschaffen. Denn wenn du auch einen Fluss zum Beispiel anschaust, wenn du den einengst und links und rechts alles zubetonierst, dann kann der irgendwie nicht mehr richtig fließen, ja? Oder wenn du ihn untergräbst oder sonstiges. Also da fließt dann nichts mehr oder es fließt über. Ja? Es ist dann überschäumend und dann gibt es Überflutung. Ja? Das kann mitunter, wie wir gerade gesehen haben, auch ziemlich zerstörerische Kraft auslösen. Und so ähnlich ist es auch in deinem Leben. Das heißt, wenn du einfach für den natürlichen Fluss sorgst und nicht immer alles kontrollieren und begradigen möchtest, weil es einfach perfekter und schöner und besser für diese und jene Situation ist. Wenn du also einfach deiner Natur freien Lauf lässt, dann können die Dinge von selbst ins Fließen kommen. Und was kannst du jetzt ganz konkret dafür tun? Du kannst dir also, jetzt habe ich es schon mehrfach erwähnt, Freiräume schaffen. Und ich finde, das ist das Allerwichtigste, was du dir selbst schenken kannst, was du auch deinen Kindern oder deinem Partner, deinen Eltern, deinen allen Beziehungen, die es so gibt, schenken kannst. Freiräume. Das bedeutet Freizeit zuallererst mal. Sprich, du sorgst dafür, dass es mal keine Aufgaben gibt. Nichts, was man erfüllen muss, damit XY passiert, sondern einfach nur sein. Und deswegen ist ja dieser August auch so gut dafür geeignet, denn wir haben jetzt alle oder sehr viele Urlaub. Ja?
Dieser Monat ist einfach ein Urlaubsmonat, weil es da um das pure Leben geht, um das pure Feiern, um das pure im draußen Sein geht. Und das ist ja auch der freie Raum. Ja, wenn du draußen am Feld herumspringen kannst und, keine Ahnung, mein Feuer tanzt, so wie es früher oft war. Da haben die Leute ja dann Freudenfeste im Sommer gefeiert, haben ein großes Feuer angezündet und so weiter. Das hat ja alles einen Ursprung. Ja? Und es gibt jetzt sehr oft sehr schönes Wetter, wo wir auch wirklich draußen sein können. Also das Erste ist mal freie Zeit zu schaffen, dafür zu sorgen, dass es mal nichts zu tun gibt und dann auch den freien Raum zu nutzen. Und falls du in der Stadt wohnst, wo alles zu gebaut ist, dann fahr doch einfach raus, ja, mit dem Rad, mit dem Auto, mit der Bahn, mit dem Bus, wie auch immer du es machst, wenn es zu Fuß zu lange dauert, dann schau einfach, dass du auch einen freien Blick hast. Ja? Diese Entspannung auch für unsere Augen, wo wir doch ständig ins Handy schauen und ständig in den Bildschirm schauen und ständig Videos, Blogs lesen, was auch immer, alles Mögliche tun und machen müssen. Ja? Das ist ja auch für unsere Augen Entspannung, wenn wir einfach in die Weite schauen können. Wenn wir auf einen Berg gehen und diesen Überblick sehen und bis an den Horizont blicken können, das macht einfach frei. Nicht umsonst gibt es auch Extremsportler, die so sehr auf diesen Kick springen, im wahrsten Sinn des Wortes anspringen, dass da dann natürlich Endorphine ausgeschüttet werden. Ja? Oder auch, wenn du das vielleicht kennst, wenn du viel Sport gemacht hast, wenn du laufen warst oder so, da werden ja die Glückshormone ausgeschüttet. Und natürlich muss man da vorher etwas leisten, aber ganz ehrlich, wir haben gerade Halbzeit. Wir haben gerade das halbe Jahr bereits abgeleistet. Und wir sind ja in einer Leistungsgesellschaft, wo man ständig etwas leisten muss, damit man jemand ist. Außer du bist schon ausgestiegen aus diesem Denken, aber ganz viele sind halt noch drin. Das heißt, du darfst dir jetzt Auszeit gönnen. Du darfst dir jetzt Freiräume schaffen, freie Zeit, freie Blicke, freie Gefühle. Ja, man braucht auch mal emotionale Auszeit, wenn es gerade heiß hergeht. Und ich weiß ja nicht, wo du gerade feststeckst, aber es kann immer eine Lösung geben. Ja? Und das Beste ist, wenn du einfach mal einen Schritt zurückgehst und schaust, okay, irgendwas stimmt gerade nicht, aber ich schaffe mir jetzt freien Raum, freie Zeit, einen freien Blick und schau mal ganz anders auf meine Probleme, auf die Sache drauf. Du kannst natürlich auch jederzeit zu einem kostenfreien Erstgespräch in meiner Praxis oder online vorbeischauen. Allerdings schaffe ich mir jetzt dann auch Freizeit und Freiraum, denn ich fahre jetzt dann in den wohlverdienten Urlaub und schau mir eine neue Location an, wo ich dann kommendes Jahr ein Entfaltungsretreat anbieten möchte in der Toskana. Ich freue mich schon total darauf und werde mir ganz viel Freiraum nehmen und werde auch allen, die mitfahren, Freiraum lassen. Ja? Das ist nämlich auch eine Kunst, dass man das nicht nur für sich beansprucht, sondern es auch anderen zutraut und es zulässt, dass andere auch Freiraum haben dürfen. Ganz besonders bei unseren Kindern ist das sehr wichtig. Die haben ja jetzt auch ein mega Jahr hinter sich mit Masken, Corona-Regeln und Co. Und auch die dürfen jetzt einfach mal sein. Einfach mal ausschlafen. Einfach mal nichts tun. Und du wirst sehen, wenn du das ein paar Tage für dich tust, beziehungsweise dir das erlaubst, dann stellt sich wieder dieser Flow-Zustand ein. Ja? Und ganz besonders gut funktioniert es, wenn du in die Natur gehst. In der Natur gibt es
Frische Luft. Es gibt im Wald Terpene, die dein ganzes Immunsystem aufbauen. Also es gibt freie Blicke eben auf wunderschöne Welten, die da draußen sind. Das solltest du wirklich nützen und diesen Freiraum jetzt für dich und für die anderen erschaffen. Gönne dir auch Freizeit für deinen Geist. Ja, hör auf, immer das zu denken, was du bisher gedacht hast. Das ist gut und das ist schlecht. Ich kann das nicht, das schaffe ich nicht und so weiter und so fort. Hör auf damit. Probier mal etwas Neues oder einfach gar nichts. Wenn irgend so ein Gedanke kommt, dann lass ihn einfach wieder ziehen. Wie eine Wolke. Ja? Gerade wenn du vielleicht schon öfter meditiert hast oder autogenes Training vielleicht kennst und so weiter, da steigt man ja auch so ein mit dem Atem und dann kommen die Gedanken und die lassen wir wieder ziehen. Wir beobachten sie, aber wir lassen sie ziehen. Vielleicht kennst du das. Und genau das Gleiche kannst du mit deinen Gedanken auch im Alltagsbewusstsein machen. Vor allem jetzt im Urlaub. Ja? Beobachte dich einfach und denk dir, ah, spannend, ein Gedanke. Und der darf jetzt auch wieder gehen. Ja? Egal zu welchem Thema, egal was dich gerade beschäftigt, probier es aus. Schaffe auch hier oben Freiraum. Ja? Mach diesen Raum größer, erweitere deinen geistigen Raum, dein Denken, deine mentale Ebene und auch deine emotionale Ebene, deine Gefühle. Erlaube dir mal etwas anderes zu fühlen als das, was du immer fühlst. Überrasche dich selbst. Überrasche deinen Partner, überrasche deine Kinder, überrasche deinen Chef, überrasche die Nachbarin oder den Kassierer oder wen auch immer. Ja? Mach etwas anders, fühle anders, denke anders, sei anders, lass los. Lass einfach los und lebe. Folge deinem Herzen und schau mal nach, was du liebst. Was ist es, was dein Herz wirklich erfüllt? Schreib's auf, fühl dich hinein und lass alles andere einfach ziehen. Wann, wenn nicht jetzt, können wir uns das alles erlauben? Jetzt im Sommer, jetzt in der Urlaubszeit, jetzt im August, wenn die Sonne am höchsten steht und wir am meisten davon profitieren, weil der Tag unendlich lang ist und die Sonne erst spät am Abend schlafen geht. Also, nimm dir diese Auszeit, nimm dir Freiraum. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaubsmonat. Ich freue mich auch, wenn du meinen zugehörigen Blog liest. Du findest ihn unter evahochstrasser.com/Kunststückleben, denn das Leben ist ein einziges Kunststück und wie du deine Kreativität noch weiter fördern kannst und ja, einfach in diesen Flow einsteigen kannst. Dazu liest du einfach auch noch mehrere Ideen und neun Mindset-Fragen in diesem Blog. Ich freue mich, wenn wir uns nach der Urlaubszeit wiedersehen und ja, wünsche dir alles, alles Liebe und ein paar bunte Wochen. Bis bald.